Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 4. Wir haben ja letzte Folge eine Kyrat Fashion Week Steine zurum gemacht und haben noch eine übrig, die wir jetzt heute machen werden. Was wir danach machen, weiß ich tatsächlich noch nicht. Das entscheiden wir dann wieder spontan, aber jetzt gucken wir doch erstmal, was die alte Mumu von uns will. Shadow Leopard. Oh ja. Who do you think created the Royal Army's look? Do you think Fagin just pulled his exquisite suits out of thin air? His entire image is a result of my skill at balancing silhouette, proportion, and fit. And what was my tank? A death warrant? Because he couldn't stand the thought that his clothes might not be one of a kind. So I need you to trust me when I say that fashion doesn't just happen and that leopard skin is the right choice for this comment. Okay, okay, I'm sorry. I trust you. Thank you, Attack. You know, I've been free in a sense. Royal Taylor. What more could one aspire to be? But I was a slave. Get out there and be fierce! Das sehen wir natürlich immer. Ziehen wir uns noch so ein Ding rein und dann geht's ab hier. Ja, momentan kommen ein bisschen weniger Videos, weil ich ein ganz, ganz krasses Problem habe, meine Videos zu muxen. Also Bild und Ton zu verbinden. Es läuft alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bist du der, den wir suchen? Tipp mal auf ja. Nee, bist du nicht. Problem ist, es läuft alles super. Und auf meinem Rechner ist das Video auch so, wie es sein soll. Zumindest wird es mir so angezeigt. Und dann, wenn ich hier versuche, das hochzuladen, dann lädt er auch hoch. Aber das 20-Minuten-Video ist dann irgendwie 17 Minuten lang. Irgendwann bricht er einfach ab. Kratzt mich tierisch an. Du bist der Richtige, wa? So golden wie du bist. Okay. Fertig. Und ja, jetzt muss ich vorerst zumindest gucken, dass ich keine mehrteiligen Sachen mehr mache, weil für einen. Ein paar Dinge habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Aber für mehrere Parts nicht, das kotzt mich momentan an. Und egal wie du das Ding. Abo-Bag. Oh cool. Googlest dieses Problem. Du wirst immer auf das Programm MKV Merge hingewiesen und mit dem funktioniert es bei mir einfach nicht. Machen wir eine Abendesquad. Moment. Ja, ich würde ja gern runterfliegen. Aber ich will nicht diese Waffe dabei haben. Ja, man wird immer nur auf MKV-Merge und MKV-Merge und MKV-Merge hingewiesen und... das kotzt mich an. Signature Shredder. Gucken wir doch mal. Haben wir irgendwas? Crab Harpoon. Nicht wirklich. Bushman will ich dann auf jeden Fall noch probieren, wenn wir sie haben. Und die Ripper. Das ist zwar keine leise Waffe, so wie sie mir scheint, aber... Gehen müssen wir sehr klotzen, ne? Geht aus. Wenn jetzt irgendwann hätte ich gerne mal, dass so eine Retaliation Party ein Camp in unserer Nähe angreift. Wo ist die Geißel? Weiß keiner. Okay. Dann eben nicht. Ich hätte sie ja befreit, wenn ich sie gesehen hätte, ne? Ja genau, und wegen dem Problem mit dem Dateien zusammenführen und so, ist es jetzt momentan auch so, dass ich ein paar Folgen auslaufen muss. Dass ihr also quasi einen kleinen Sprung teilweise drin habt.
Weil ich die Dateien einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Sorry. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter. Sehe zu, dass in nächster Zeit keine mehrteiligen Sachen mehr. Was? Dass ich keine Sachen mehr in mehrere Teile splitte. Dann passt es nämlich. Ist ja nicht so, als ob wir den Turm nicht schon befreit hätten. Oh, hallo. Ja, da hat's noch mehr. Alle wieder da, die ich schon mal getötet hatte. Was ist denn los, Jungs? Wo kommt ihr denn alle wieder her? Oh, es war gar keiner. Okay. Na gut. Ja. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja. Mach mal. Haben wir das denn schon gemacht mit Büchern und. Ja, wahrscheinlich sind es einfach neue Bücher. Oder neue Bibliothek oder. Ja, keine Ahnung. Gucken wir einfach mal. Baum, noch ein Baum. Abgrund. Truck, okay. Nicht klein rasen. Plakat. Ein Plakat, das reißt mal ab. Und was ist das hier für eine Location? Sagst du mir das nicht? Okay. What about von Clausewitz? Ja, genau. Mhm. Jo, alles gelesen, auf jeden Fall. Sicher dat. Okay. Wo kommen sie denn her, die Spackos? Royal Army, wo seid ihr? Na? Sieht doch schon so Royal Army-mäßig aus. Hallo? Keiner da? Easy. Okay. Ich finde die Mission schön. Muss sich nicht bewegen. Nicht auf uns drauf! Wir müssen hier runter. Moment. Okay. Dann reparieren wir den doch mal. Oh, weiter geht's. Wie war das? Z? Ja? War das nicht Z? Okay. Go, go! Na, wo seid ihr? Da seid ihr. Ein Buchstabe, finde ich cool. Schon lange keinen Buchstabe mehr gesehen. Kann ich da eigentlich auch vorne irgendwie drauf? Das wäre irgendwie geil. Nee, kann ich nicht. Schade. Oh, nachladen, nachladen, nachladen. Sind wir schon da? Oh, nee. Bumm, bumm, man müsste noch kläffen. Noch einer da? Nee. Alles zerstört, das ist das. Weil es so viel Spaß macht. Kommst du hier mal hoch? Right in front of us. Tatsächlich. Jetzt nicht mehr. Lalala. Komm, ich will noch was zerstören.
noch nicht vorbei sein. Mehr zerstören. Zerstören? Nee, okay. Nee, machen wir nicht. Das tun wir nicht. Okay, fertig. Was haben wir da? Hostage Rescue. Oh ja, ne, Hostage Rescue. Da habe ich jetzt Bock drauf. Was haben wir in der Zeit? Ach ja, geht noch einiges. Namaste. Okay, wir können 8000 verkaufen. Wir zahlen 59.000. Jo. Was haben wir eigentlich bei den Skills? Karma Boost will ich immer noch nicht haben. Ja, uns gehen die Sachen zum Skillen aus, ne? Hostage Rescue. Hallo, Freund. Mach ich. Nee, lass ich nicht zu. Achso, ja. Ich höre doch den Leuten immer nicht zu. Ich mach gern, was sie sagen. Wenn ich Zeit dafür habe, geht das eigentlich? Nee. Aber das geht. Ah doch, das wäre gegangen. Ich glaube, ich hat schon zu brennen angefangen. Egal. 80 von 150. Yay. Nur noch 70 Stück. Sind wir jetzt eigentlich momentan dran? Drei von denen, ein Tanker, ein paar Außenposten. Nicht mehr viel. Muss ich da mal eine Special Blaue Items Folge aufnehmen? Oh Mann. Ach ja, Hostage Rescue haben wir gesagt. Das heißt Sneaky Peaky Like. Sonst sterben ja die Hossies. Das wollen wir auch nicht. Okay, gucken wir doch mal. Oh, okay. Mit Heavy und allem drum und dran. Haben wir erstmal den da. Den Heavy würde ich auch gern gleich noch machen. Hier ist ja so keiner, ne? Kann ich rauf? Das ist gut, das gefällt mir. Das machen wir doch mal und dann holen wir uns den Flammenwerfermenschen. Der ist in einem Haus. Wo gucken die lang? Die sehen den gerade nicht, oder? Hoffe ich zumindest. Doch, haben sie gesehen. Okay. Was nehmen wir da? Ja, die Schredder am besten, ne? Okay. Einer. Jawohl. Easy. So, komm mal du runter hier. Hossies sind befreit. Passt. Ah, oh, immer noch jede Menge Zeit. Hunting Control, Hunting Supplies. Machen wir noch eine Hostage Rescue. Habe ich gerade unglaublichen Bock drauf. Machen wir jetzt einfach. Okay. Jo. Ich freue mich auch immer wieder, mich zu sehen. Was zündet mich hier gerade an? Bist du wahnsinnig? Okay, ich befreie die Geißeln. Mach mal. Jo, 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 ist klar. Ach, so ist es. Ja, natürlich. Hau rein. Okay. Also Geißeln befreien, wir kennen das Spiel ja. Stahlrad. Ja, ich weiß, dass ich. Oh, hallo Fand. Oh. Oh, guckt euch an. Wie süß du bist. Ja, ich sehe dich. Okay. Hostage Rescue. Mal gucken, ob wir danach noch Zeit für irgendwas haben. Mal sehen. Vielleicht sammeln wir einfach ein paar blaue Items ein. Ich weiß es nicht. Ein Copter bräuchte man da aber für. Nee, das machen wir nicht. Naja, ich komme natürlich wieder von unten. Das ist ja ganz klar. Okay. Müssen wir auch mal wieder blaue und rote Blümchen pflücken gehen. Was haben wir denn hier? Oh, da haben wir schon mal einen Sniper.
Der muss auf jeden Fall weg. Dahinter ist ein Heavy, der gefällt mir jetzt nicht. Bleibt ruhig, Leute. Bleibt bitte ruhig. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hätte. Okay, das war schon mal gut. Mist, den hätte ich mal gerade holen können. Klappt eine Geisel vor sich her. Hallo, Mr. Heavy. Zack. Irgendwo ist noch einer, ne? Ah ja, da. Jawohl, das war's. Oh, Hostages rescued. Jo, immer her damit. Ich kann's brauchen. Hilfsbedürftiger. Armer Held. Jo, ich... Nee. Gut, vielleicht braucht man da ja auch noch. Komm, mach los. Ist aber nicht viel. Haben wir noch eine hier? Ne, ne? Okay. Ja. Auf jeden Fall. Golden Pass Supplies, aber da haben wir wieder, da können wir nicht hinspringen. Hier unten habe ich gesagt, ist eigentlich so ziemlich alles gemacht. Dann machen wir halt noch so eine. Wie sind wir denn in der Zeit eigentlich? Ja, eine der beiden können wir auf jeden Fall noch machen. Ich glaube, ich habe da gerade ein L auf der Karte gesehen. Stimmt, da war noch eine Longinus. Machen wir dann nächste Folge die Longinus. Und irgendwo müsste noch eine goldene Pfadmission sein. In diese Richtung. Ah ja, okay. Ja, machen wir dann öfter nächste Folge beides, je nachdem, wie lange uns der Longinus wieder aufhält. Verrückte Prediger. Okay. Wir gehen jagen. Aber ich glaube, ich mache die Survival. Die ist ein bisschen spannender. Aber das ist Supplies. Hunting Control. Ach so, okay. Jojojojo, ich bin doch da. Genau dafür bin ich da. Ich mache das alles. Kein Ding. Gar kein Problem. Was soll man denn töten? Das hätte er uns wahrscheinlich gesagt. Oder hätte man es erlesen können. Aber... Was soll's, ne? Rot haben wir gesagt, nehmen wir mit. Blau dann auch. Grün... Ja, aber eigentlich auch immer. Obwohl wir jetzt schon lange nicht mehr unter die 8 gekommen sind. Aber das ist ja auch nur so, weil wir eben immer brav die Grünen mitnehmen. Essentiell. Also, soll ich hier irgendwas Spezielles zum Vernichten nehmen? Viper. Oh, Schlangen. Ungeil. Ich fange mal hier an. Ja, da hat es ein paar da drin. Bin ich schon an einer vorbei? Nee. Gut. Scheiß Mistviech. Hey, ich hab doch auf die Städter gewechselt. Anscheinend nicht. Da kommt was geschlängelt. Ich hasse euch. Mistviecher. Auch schon angriffsbereit. Scheiß Ding. Spray and Pray, sage ich da nur. Bist du tot? Du bist tot. Aber ich habe jetzt eigentlich echt keine Zeit für euch. Oh, falsch. Ah, kann man einfach so machen.
Tötet auch Schlangen. Da, Schlange tot. Okay, hier sind wir fertig. Oh Mann. Vielleicht mit Molotovs. Das ist ja gar keine schlechte Idee, glaube ich. Das, denke ich, ist keine schlechte Idee. Oh. Und zack. Oh, ich kann mich mal heilen. Das beißt mich noch so ein Vieh und ich gebe einen Löffel ab. Das wollen wir eigentlich nicht. Nee. Okay. Hallo, Mistviecher. Ach nee, jetzt in die Schlangengrube, oder wie? Wollte ich doch verarschen. Brennt erstmal. Nee, nee. Da täuscht du dich aber. Alle tot? Ich denke. Sind da echt nicht mehr verbrannt, ne? Ja, okay. Dann halt rein in die Schlangenhöhle. Ich will euch nicht, ich mag euch nicht. Ihr sollt alle sterben. Nehmen wir wenigstens Molotovs für irgendwas her, außer Dinger abzufackeln, hier. Ne? Du weißt. Ja. Poster abzufackeln. Jetzt lass mich wieder raus hier. Lass mich raus hier. Ich will hier nicht drin sein. Da gibt's sicherlich noch Schlangen. Wo ist denn das Problem? HS-77. Was? Ach so, ich dachte schon, der hätte es überlebt. Da. Wo denn noch? Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich weiß, dass da einer ist, aber da. Kommt das nicht aus einer anderen Richtung? Nee, okay. Die HS-77. Weißt du was, die hat einen Sherpa. Zumindest laut Map. Ja. Müsste hier an der Straße gammeln. Jawohl. Gucken wir uns doch zumindest an, was das für ein schickes Teil ist. Signatures. HS-77. Eine Pistole. Finde ich jetzt mal gar nicht so spannend. Ich kaufe sie trotzdem. Brauchen wir sowieso für ein 100%. I hope this helped you on your journey. Ja, okay. Ist halt eine Silenced Pistol mit Dings, aber es schießt halt wahrscheinlich auch wieder nicht weit. Naja, wie dem auch sei. Wie gesagt, nächste Folge werden wir uns mal Longinus wieder zur Brust nehmen und dann vielleicht, wenn es noch Zeit ist, die goldene Fahrtmission. Werden wir uns vielleicht wieder entscheiden können. Ich weiß es nicht. Wir sehen es beim nächsten Mal, wenn es Zeit ist für Far Cry 4. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.